Was? Minen. Was ich ein bisschen schade finde bei Crysis 1 ist, dass wenn man im Stealth-Modus jemanden tötet, es nicht heißt, dass es unentdeckt bleibt. Also es ist beim zweiten wesentlich geschickter gelöst, sag ich mal. Oh shit, das geht schief. Das geht schief. Wow, das war sehr knapp. Das Problem ist, wenn ich jetzt den abknalle. Erst gucken, ob der mich sieht, aber er guckt anscheinend nicht hier hin. Shit, hier komme ich nicht rein. Man hat nichts bemerkt. Ich muss darüber, aber wenn ich darüber springe, dann sehen sie mich. Da müssen wir sie doch ausschalten. Warum ruckelt sie jetzt? Nein! Ja, da bin ich ja ja. Haben wir schon gehört. Da sind wir extrem weit gekommen. Verstanden, Major. Was Neues von den Geiseln? Negativ. Ich gebe Ihnen Bescheid. Es gibt immer noch nichts Neues über General Kirks exakte Position. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten eines Bürogebäudes innerhalb des Lagers der KVA. Suchen Sie im Gebäude Informationen. Finden Sie raus, wo Sie die Geiseln festhalten. Tarnfeld aktiviert. Ach ja, für die, die sich fragen, hä, warum stürzt dein Crysis eigentlich immer ab? Ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte. Die ist, glaube ich, ein bisschen im Arsch. Und deswegen stürzt mein Crysis sehr schnell ab. Was nicht schön ist, ich vergesse nur immer, ich muss sie einfach nur runtertakten, dann ist es kein Problem mehr. Nur das vergesse ich andauernd und deswegen ist dann regelmäßig so, dass ich wieder neu anfangen muss. Kann man irgendwie eigentlich den Alarm ausmachen? Wenn ja, jetzt ist es auch egal. Jetzt haben sie mich alle gehört. Wow! Ich sollte vielleicht decken gehen. Jetzt kann ich vielleicht mal dieses Teil hier ausprobieren. Vielleicht ist das ja gegen Panzer irgendwie gut. Ich weiß nicht. Das wollte ich haben. Irgendwie hat das, glaube ich, nicht wirklich was gemacht. Kann das sein? Ja, jetzt werde ich natürlich beschossen. So. Ich muss sagen, dieses Laserpunktvisier ist echt geil für sowas. Ist vielleicht sogar besser als nochmal als Zielvisiere dran zu haben. Wow. Scheiße, Granate. Ich hätte auch oben auf den Sniperturm gehen können, fällt mir gerade ein. Oh, ich hab gleich keine Munition mehr. Shit. Was macht der? Ich brauche Gegner.
Scheißkerl. Doch eine Munition aufsammeln. Ach mein, das ist alles nur MPs. MP. MP. Die haben alle nur Maschinenpistolen. Und ich habe gleich keine Munition mehr. Es ist nicht schön. Ich habe keine Munition mehr. So, das war's. Ah, da ist noch einer. Scheiße, wie viel sind hier denn? So. Muss ich sagen, mache ich auch immer. Einfach wild um mich schießen. So, jetzt schnell mal Munition einsammeln. Ist das auch Maschinenpistole? Nein, das ist Schrotflinte. So. Rüste ich gerade einmal wieder Laservisier und Sturmvisier nach. Und dann gucke ich mir an, wo der Panzer steht. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Das sind dieselben. Ah, hier hätte ich wieder eine Maschinenpistole. Also Maschinengewehr, meine ich. Aber da habe ich ja nicht viel Munition von. Das ist doof. Erledigt. Wo schießt er denn? Ich habe immer keine Ahnung. Boah, shit. Wofür diese Waffe eigentlich gut ist. Die hat 4 Schuss noch. Ich habe keine Ahnung, was die kann. Und ich will machen. Ich habe gerade einen Sniper gehört und wurde von einem getroffen. Das ist nicht schön. Wo war der? Alter. Den hätten wir. Den hätten wir auch. So, ich glaube, jetzt habe ich die meisten zumindest erledigt. Ich habe immer noch keine vernünftige Waffe. Also ich hätte die eine ja mitnehmen können, aber ich habe nicht viel Munition. Achso, ich muss ja die Informationen hier noch holen. Hier dürfte jetzt eigentlich alles clear sein. Ist hier noch irgendwas? Nee, nicht wirklich. Noch ein Raketenwerfer. Danke. Ich will eine normale Waffe wieder reinnehmen. Granaten habe ich immer noch voll. Das will ich nicht haben. Ah, F. Dingsbums-Munition. Das ist schön. Wenn ich jetzt die Waffe auch wieder bekommen würde. Pistolenmunition bringt mir jetzt nichts. Hört ihr das? Tarnfeld aktiviert. Hä? Hey. Da hinten ist einer. Aber ansonsten
Kontrollpunkt erreicht, ist aber schön. Strickland, ich bin jetzt im Büro. Versuchen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zuzugreifen. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Auf Ihr taktisches Netzwerk zugreifen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Wo hier was ist. Wahrscheinlich muss ich irgendwie nach oben. Wenn es hier eine Treppe, da gibt es eine Treppe. Das war nicht schön, der hat mich getroffen. Jetzt weiß ich, warum unten so viele Schrottteile rumliegen. Komm schon raus. Tarnfeld aktiviert. Gab es hier noch eine von? Nee, nur eine, das ist aber schade. Ah, habe ich die Schrotflinte jetzt aufgehoben, oder? Nee, das ist die richtige Waffe. Oh, Sprengladungen gefallen mir natürlich sehr gut. Habe ich eine neue Munition wieder bekommen oder was habe ich da gerade aufgenommen? Ja, nochmal neue Munition, noch eine Sprengladung, noch eine Sprengladung. Weil hier kann ich mich auch wieder sichtbar machen. Maximale Panzerung. Munition für irgendwas nehmen, ich weiß nicht für was. Das will ich nicht. Brandgeschosse. Geil. Keine Ahnung, wie die funktionieren. 120 Brandgeschosse. Raketenwerfer habe ich. Da liegt doch Munition. Muss erstmal nochmal Waffe modifizieren. Laservisier, Granatwerfer, Sturmvisier. Ah, da kann man jetzt umschalten zwischen normaler Munition und Brandgeschossen. Geil. Die will ich einmal ausprobieren. Tarnfeld aktiviert. Hier müssten ja noch irgendwo Gegner sein. Sieht nicht schlecht aus, aber ich glaube, ist bei normalen Menschen eher sehr unsinnig. So, sind wir hier drin. Noch Munition, Schrotflinte. Jetzt müsste hier irgendwo der... Ah, ist der Computer. Nein, das ist das Falsche. Benutzt ihn da. Das bringt mich auch nicht weiter. Was muss ich denn hier machen? Da! Aber ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Munition, das ist ganz schön. Kontrollpunkt erreicht, wunderschön. Gute Arbeit! Wir kennen jetzt Kyongs Aufenthaltsort. Er hält die Geiseln in der Mine fest. Ihr Navigationssystem wurde aktualisiert. Holen Sie die Leute da raus, Soldat! Bin unterwegs, Major. Habe ich ja nicht erwartet, dass ich jetzt in die Mine muss. Und dass die Geiseln da sind, konnte man erraten im Prinzip. Also musste nicht unbedingt sein, hätte man sich denken können. Aber Geiseln sind woanders als die Landezone. Aber ich muss beides machen, oder nicht? Erstmal Landezone, die ist näher. Weil wir müssen dann nachher sowieso in die Mine. Habe ich so zumindest verstanden. Ich hoffe, wir sind nicht wieder irgendwo Minen. Das wäre scheiße. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, die nicht schön klingen. Tarnfeld aktiviert. Was ist denn hier unten? Fett, ein riese Braunkohlebergwerk. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Cool gemacht, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir hier rüber. Und da vorne müsste dann unsere nächste Mission sein, nämlich, dass wir die Landezone sichern. Ich würde gerne mit dem Bagger fahren. Aber wie wir die Landezone hier sichern,
das werden wir erst beim nächsten Mal machen, weil ich jetzt keine Zeit mehr habe. Wie gesagt, ich wollte nur eine kurze Aufnahme machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gerne Daumen hoch, kommentieren, abonnieren oder teilen. Freue ich mich immer sehr drüber. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge oder bei einem anderen Spiel. Also, bis dann, macht's gut.